Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute noch einmal um das Thema Emotionsregulation und was man tun kann, wenn die Emotion in der Intensität steigt. Im letzten Film haben wir darüber gesprochen, wie man einen Menschen im Autismus-Spektrum dabei unterstützen kann, die eigenen Emotionen und die Intensität der eigenen Emotionen zu erkennen. Das ist der erste Part. Der zweite Part ist, wir müssen vermitteln, was die Person tun kann, wenn die Erregung steigt, die Emotion in ihrer Intensität stärker wird. Als Hilfsmittel bietet sich dafür eine Ampel an. Also einfach mit den Lichtzeichen grün, gelb, rot. Im ersten Schritt überlegen sich das die Lebensbegleiterin und die Lebensbegleiter, also die Eltern oder die Kita-Erzieherin oder die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule. Sie überlegen, woran kann ich erkennen, dass die Person auf grün ist, also ganz entspannt. Woran kann ich erkennen, dass die Erregung steigt, also gelb, aber Handlungskontrolle noch möglich ist? Rot ist die Explosion. Rot ist die Situation, in der man das eigene Verhalten nicht mehr steuern kann. In den Phasen grün und in den Phasen rot müssen wir nicht pädagogisch intervenieren. Auf grün ist alles in Ordnung, auf rot ist es im Grunde zu spät und pädagogische Maßnahmen greifen nicht mehr. Gelb ist die interessante Phase für die Pädagogik. Also im ersten Schritt müssten wir definieren, woran können wir erkennen, dass die Person also jetzt eine erhöhte Erregung hat, was tut sie? Oder was macht sie eben nicht mehr? Und im zweiten Schritt müssten wir überlegen, was können wir anbieten, damit die Erregung sinkt? Also, welche Möglichkeiten der Entspannung gibt es? Sehr häufig hilft der Rückzug in eine reizarme Situation. Sehr hilfreich sind auch großflächiger Druck im Rumpfbereich. Also fest in den Arm nehmen oder schwere Decken oder schwere Westen. Was auch hilfreich sein kann, ist körperlich ausagieren. Also joggen gehen beispielsweise. Manchmal hilft auch ein warmes Bad oder ein schöner Tee. Was hilft, ist sehr individuell. Wir müssen also gut hinschauen. Wir müssen uns austauschen im System. Was haben wir für Beobachtungen gemacht? Was hilft dem Menschen, um sich wieder zu entspannen. Und das bieten wir ganz konsequent an, wenn die Erregung in den Gelbbereich kommt. Vielleicht gibt es sogar noch verschiedene Abstufungen von hellgelb bis dunkelgelb und verschiedene Maßnahmen, die geeignet sind. Aber das bieten wir in der Situation konsequent an. Wenn der Mensch im Autismus-Spektrum kognitiv dazu in der Lage ist, erarbeiten wir das natürlich mit ihm oder mit ihr zusammen und geben da auch visuelle Hilfen und sagen also, wenn du anfängst zu schwitzen oder dein Puls anfängt zu rasen, dann geh zum Beispiel in den Nachbarraum, nimm dir dein Buch über ICE-Züge und schau es dir 15 Minuten lang an oder setz die Kopfhörer auf, höre Musik. Das heißt also, der erste Schritt ist, dass wir als Team uns überlegen müssen, was sind geeignete Maßnahmen wann. Und im zweiten Schritt übergeben wir das als Kompetenz dann an die Person. Nichts ist einfach, nichts geht schnell. Das ist ein Prozess, der sich wahrscheinlich über Jahre hinzieht, bevor der so läuft, dass alle Betroffenen damit zufrieden sind. Und bei einem Menschen wird es schneller gehen und bei dem anderen langsamer. Aber Sie wissen ja auch, nichts ist unmöglich. Autismus.